So, und zwar habe ich mir gedacht, ich spiele das, was ich als allererstes gespielt habe, noch einmal. Was war denn das hier? Genau, über dem Mississippi, wo ich mir am Anfang relativ schwer getan habe. Ich muss nur die Streaming-Information ändern. So. Kapitel 3 über den Mississippi. Einmal Doppel S, Doppel P, fertig, so. Okay, und dann würde ich sagen, geht's los. Komplexes Netz. Okay, da gibt es noch eine Stufe. Noch härter. Ich mache aber jetzt mal normal. So. Sorgfältigste Planung, Tabellen, Zahlen und harte Fakten. Okay, offensichtlich gibt es ein Halloween-Design. Und ich nehme wieder den Roger Smythe. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahntycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. So. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind. So. Und du glaubst, bei dir wäre das Okay, nicht der da haben wir Fall. Flash, da Oh, haben wir ich würde natürlich Flash, keine dann werde Illusionen ich nehmen. Versuch es ruhig. hier mal Bier machen. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die So. Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst. Wartungsstation, so. Im Baumenü pausiert es eh, also werde ich hoffentlich nicht so extrem viel Stress haben. So. Okay, das ist jetzt schon ganz ungewohnt, nachdem ich Australien gespielt habe, dass hier alles sehr eng beieinander liegt. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Baue das hier mal. Na? Kann ich nicht scrollen. Oh, Ah, mein jetzt Lieber, geht's. konkurrieren wir etwa Komisch. wieder miteinander? Ha, das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut, wenn du verstehst. Also, viel So. Erfolg, auch wenn du ihn kaum haben wirst. Werden wir Hier ein sehen. Bahnhof. Hast du dir das auch gut überlegt? Hab meine Konkurrenz schon vermisst. Im Australien-Spiel. So. Da
Das tausche ich gleich aus gegen Bahnhof und Stellwerk. So. Diese Entscheidung ist überdenkenswert. So. Dann würde ich sagen, wir bringen mal den Personenverkehr auf, halt einmal auf Vordermann, beziehungsweise starten ihn. Okay, hier kann ich noch eine Fabrik bauen. Frack und Zylinder stehen dir gut, aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Als Fabrikant. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Vor der netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite. So, wir machen mal hier Personenverkehr, Personen- und Postzüge, nur Passagiere und Fracht. Jetzt machen wir da den Gegenzug, so, und noch extra Züge, so. Die dann später Bier. Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder Fleisch. Über den Mississippi fliegen. So. Eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Weil hier. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. So. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? So, und weil hier oben Baumwolle ist, möchte ich hier Stoffe produzieren, weil die braucht man auch relativ am Anfang. So. Okay, jetzt kann ich eh ins Baumenü und kurz Pause machen. Ich möchte jetzt wirklich mal versuchen, irgendwie das mit den Hallo, Servus. Mit den Frachtbahnhöfen ein bisschen organisierter zu machen. Und ich überlege, ob ich das, ja, ist auch blöd, hier ein Warndepot machen soll, wo ich alles vielleicht mal sammle, dass ich dann nicht so viele einzelne Züge habe. Also hier irgendwie schon. Ich meine, jetzt brauche ich noch keine. Da oben vielleicht, so. Dann hätte ich die zwei schon mal. So. Hier baust du einen Bahnhof. Nun gut, du musst deine eigenen Fehler machen. Okay, wie viel Geld haben wir noch? Moment, muss kurz überlegen. ja, da mache ich da einen günstigeren Bahnhof rein. Obwohl Getreide ist wichtig. Da nehme ich vielleicht doch einen bisschen teureren Bahnhof. So. So, da bin ich wieder. So. Mal schauen, wie das hier funktioniert dann. Ja. Ja, das ist immer am Anfang, denke ich mir, ich baue nur kleine Bahnhöfe und dann irgendwie komme ich in die Bredouille, weil ich dann alles abreißen muss. So, da wollen wir auf jeden Fall das rein. Gemüse und Erz, was wir jetzt noch nicht wirklich brauchen, muss ich auch sagen. Und da mache ich dann ein Wartungsgebäude. So.
Und ich müsste da schon wieder die Strecke umbauen. Ja, dann mache ich mal doch kleine Bahnhöfe. Kleiner Bahnhof, so. So, der Turm fehlt mir noch. Ach, da ist wieder so ein Brückenteil. So. Ich meine, die Kohle ist jetzt eh noch nicht so knapp. So. Rechts ist das hier. Ich hätte den Turm nachher bauen sollen, weil wenn man das mal unterbricht, indem man einen Turm dazwischen setzt, funktioniert das mit diesen automatischen nicht mehr so. So. Machen wir mal da einen Frachtzug rein. Nur Fracht. So. Den Turm habe ich da jetzt gebaut. Da will ich jetzt auch die Baumwolle rein. So. Die brauche ich auch. So. 238.000. Nur Fracht. So. Und dann würde ich da so runterbauen. Später dann mit Warndepot, aber jetzt mal so. Dass das eine Wartungsgebäude reicht in diesem einen großen Depot. So. So, ja, er fährt jetzt einmal leer los, weil noch nichts drin ist, was er braucht. Auch gut. Vielleicht doch einen zweiten hier. Dann würde ich da irgendwo ein zweites Warndepot bauen, was das hier zusammen. Ja, ist schwierig. Ich will da mal nur ausprobieren. So. Ich mach das hier so. Achtundsechzigtausend. Okay. Ich baue dann den Streckenteil später. Wir können ja mal hier ein bisschen komplizierter fahren. Okay, schon beladen mit Baumwolle. Ja, der wird dann sich auch sicher bald füllen, der Zug. So, und ich werde jetzt einen Kredit
das da, mit dem habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, mit dem Aktienmarkt. Ich meine, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn man Aktien kauft. So, damit ich ein bisschen weiterbauen kann, weil... Okay, wie mache ich das am besten hier? Die Rinder möchte ich da auch noch rein. Aber mal. So. Nur Fracht. Genau. Und dann nochmal. Wahrscheinlich kann ich da noch mehr Züge brauchen. So. Toledo. Genau, und dafür will ich halt das hier so bauen. Vorerst mal. So. Damit mal die Städte versorgt sind. Wie gesagt, ich will das jetzt nur mal ausprobieren. Mit einem Hauptwarendepot irgendwo. Dann brauche ich das noch dran. Also dass die hier wegführenden Streckenteile sind dann schon wichtig. Wo mache ich das Rinderding am besten dran? Ja, das kürzeste wäre halt hier dran. Und dann einlagern. So. Das ist jetzt so teuer, die eine Strecke. Vergütung. Okay, habe ich das Geld schon wieder auf den Kopf gehaut. So. Ah. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich das hier alles schon zweispurig führe. Sonst muss ich das vorerst da hinten dran. Und wenn wir mehr Geld haben, wird das dann eh umgebaut. Moment. Kleiner Bahnhof, lieber so. Bis mehr Geld da ist, so. Befracht, so. Ja, kurz warten. Schauen wir mal, wie die Städte hier versorgt werden. Noch nicht so gut. Die Rinder kommen dann. Da habe ich eh Bierbrauerei. Okay. Schaut es denn aus im Warndepot? Getreide hätten wir, Rinder kommen. Aha, warum? Achso, jetzt habe ich geglaubt, dieser Zug ist hier leer unterwegs. Ja, der Hof ist noch gar nicht so gut ausgebaut.
ehrlich gesagt, sind die Züge dann auch nicht voll ausgelastet. So. Also ich denke, ich kann das vorerst lassen. Ah, gerade die Rinder wären viel. Na gut. Ich mach's mal. Mach noch einen Rinderzug. Und dann hoffe ich, dass ein bisschen Kohle reinkommt. So, der Turm. Und dann machen wir noch einen Zug. So. Stoffe werden schon produziert. So. Wo bauen wir als nächstes hin? Fünf von zehn. Und wir haben nicht besonders viel Geld. Zehn brauchen wir, oder? Chicago mal hinbauen. Nur mal was schauen. Da könnten wir beide mitnehmen. Aber wir haben die Kohle nicht. Da wird es auch gehen. Mit irgendeinem Sammellager. Was für Produkte sind das hier? Eins, zweimal Mais. Schwierig. Macht es jetzt so. So. Zuckerrohr und Ziegel, also Zuckerrohr und Lehm gibt es da in der Gegend. Na, bin ich blind? Zuckerrohr, Lehmziegel, Lehm, da haben wir so. Und da werde ich das brauchen. So. Machen wir mal da so dran, aber nicht so eine komplizierte Strecke. Und ich möchte es auch ein bisschen runterziehen, wenn es geht. Dass mir das dann nicht im Weg ist nach, was habe ich hier? Chicago. Entschuldigung. Also ich möchte auch schauen, dass das ein bisschen getrennt wird, die Frachtzüge und Personenzüge. Hier eine zufällige Panne. Expresszüge ist gut.
Mehr kann ich mir dann eh nicht leisten. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Okay, ich habe hier keinen Turm, oder? Okay, ja, muss ich mir noch anschauen mit den Türmen. Ja, mach mal hier den Turm, so. Holz wäre gut. So. Stoffe habe ich da. Schauen wir da mal, das haben wir. Deine neue Lokomotive scheint aber ein echter Gewinner zu sein. Da muss ich jetzt auch den Turm machen noch. So. Der Zug schaut schon relativ voll aus. Ich mach noch mal das hier. Bier wird gebraut. Sie läuft auch halbwegs. Ich glaube, da kann ich tatsächlich noch einen Zug dann machen. Frage ist, was mache ich als nächstes, was mit den Stoffen läuft. Wäre vielleicht doch gescheiter, einmal diesen Mais anzuschließen. Oder zuerst hier hinzubauen. Chicago. Grand Rapids wächst, so. Okay. So. Ich mache mal Chicago, was das mir gehört. So. Und ich mache hier mal eine Verbindung runter. Später will ich dann so eine direkte Verbindung haben. Aber das ist jetzt im Moment nicht möglich noch. So. Das hätte ich halt auch gerne hier, aber im Moment fehlt die Kohle. So, dann mache ich mal einen, so einen Zug. So,
7 haben wir. Das heißt, als nächstes schließe ich hier das an. Ja, kann ich mir jetzt im Moment nicht so leisten, leider. Highlands and Lows. Die Stoffe kann ich darauf liefern, so. Das tun wir ein bisschen doppeln. Schlechte Presse? Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? Da könnte ich eigentlich noch ein paar Sachen reinliefern. Es ist jetzt schwierig. Wo ich meine Lager baue. Holz habe ich ja. Da oben. Okay. So. Ja, unten Indianapolis könnte ich mir noch nehmen. So. Aber jetzt. Kleiner Bahnhof. So. Genau, ich hoffe, das funktioniert dadurch. Das schaut ein bisschen knapp hier aus. So. Ah, doch, lieber so. Und den Turm dann ein bisschen versetzen. Na. So. Genau, kurz warten. Ida Chicago. So. Dann nochmal den Turm hier. Ich glaube, da können wir auch einen Zug dann brauchen, einen zusätzlichen. Und die Städte schon zu wachsen beginnen. So, habe ich Chicago-Toledo-Züge wegen dem Bier zum Austauschen. Chicago Grand Rapids. Nein, schaut nicht so aus. Hier muss ich kurz warten. Ich glaube, Bier könnten sie brauchen.
Die können dann Bier wegliefern. So. Dann mache ich zuerst so einen Zug. So. Wir haben 50, dass ich die Zeit nicht aus den Augen verliere. Okay, nimmt gar kein Bier mit. Auch gut. So. Jetzt ist halt natürlich die Frage, man von hier aus in mehrere Lager. Das stört dich ja sicherlich nicht, wenn sich mein Spion ein wenig in deiner Forschungsabteilung umsieht. Mais liefern soll. Wohl, das wird eh auch von dort versorgt. Na, ich glaube, das passt schon so. Da habe ich meinen Turm. Ah, die haben jetzt Pannen, obwohl da eh ein Wartungsgebäude ist. So. Holz habe ich halt noch keins. Okay, noch einmal schauen, was ich hier für Züge habe. Toledo, Chicago, Grand Rapids, Chicago. So. Ich glaube, Toledo, Chicago wäre auch gut, noch einen Zug zu haben. So. Die brauchen auch Zuckerrohr. Mais kommt dann. Bleib noch bei den günstigeren Zügen, so. So. Ich lass das mal. Wir müssen nach Rock Island. Moment, wie ist die Aufgabe? 10 Landbetriebe und nach Rock Island liefern. Holz brauchen wir. Wir müssen da nach oben bauen. Okay, Madison. Was gibt es in Madison? Wir müssen darüber und nach oben bauen. Da gibt es weit und breit kein Holz. So. Schauen wir mal, dass wir Kohle reinbekommen, dass sich da alles entwickelt. Genau. Damit wir dann ordentlich ausbauen können.
Ja, da würde ich da Getreide und Baumwolle dann reinliefern. Schauen wir mal. 300, das will ich dann. Kann ich das schon als nächstes nehmen? Ja. Dann warte ich dann ab. Da machen wir dann noch einen Zug. So. Einen kleinen Bahnhof, dass man... Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Dass wir da hier was haben. Getreide rein. Ich würde gerne vom Vandipur auch hier nach Indianapolis ausbauen. Fragen über Fragen. Wie man das am besten macht. Ah. Okay, woher kommt der Zug her? Chicago. Ah. Oh nein, so ein Pech aber auch. Da brauche ich in einem von den Bahnhöfen ein Wartungsgebäude, weil ich da dazwischen nichts habe. Ja, müssen wir kurz warten. Das läuft jetzt hier. Ich glaube, ich brauche noch einen Zug. So. Da machen wir auch noch einen. So. Dann lassen wir das mal. Ja, die werden jetzt da alle gewartet, deswegen brauchen die Züge vermutlich ein bisschen länger da drin. So. Ich werde mal, wie ich zuerst gesagt habe, das mal machen. Du bist ja unermüdlich. Und aber vielleicht bisschen später nach Indianapolis ausbauen. Du weißt schon, dass die beiden Schienen parallel zueinander verlaufen müssen? Sieht mir recht stümperhaft aus.
So. Na? Wie viel hat der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dürfte sich also ausgehen. So. Und da machen wir. Moment. Müssen wir zuerst das machen. So. Achso, wir haben ja schon einen Zug. So, wo haben wir den denn? So, dann wird das hier mal verteilt. Dann möchte ich darauf bauen, nach Madison. Da brauche ich das ganze Holz und dann Rock Island. Indianapolis lasse ich momentan noch aus. So. Und ich glaube fast in Chicago braucht man dann schon einen größeren Bahnhof. Okay, nächster Schritt ist der Madison. Holz haben wir halt keins. So. Ich glaube, das ist notwendig, leider. So, dass wir da nicht unbedingt gleich mit der Brücke beginnen müssen. So. So. Na. Toll. Ist gleich einmal die Kurve hier zu steil. Immer noch einmal von der Seite. Na, das geht nicht. Das muss man, glaube ich, ein bisschen geschwungen machen. So. Ein bisschen weiter nach oben. Ja. Da
kann man auch noch eins machen. So. Sollten hier die Züge schneller abgewickelt werden. So, das brauchen wir da. Ja, probieren wir mal. Pass auf, ich habe noch das ein oder andere Ass. Das ist eher später dann wichtig. So, das ist. Ah, das geht gerade nicht. Also, wenn man die Loks dann austauscht. So. Da habe ich eh ein Wartungsgebäude drin. Yep. So. Dann nehme ich auch noch einen Zug. Okay. Frage ist, soll ich hier direkt gleich Rinder rein liefern lassen oder dann von hier nehmen? Was haben wir denn hier an besonderen Produkten? Eigentlich nur Gemüse. Können die da Gemüse brauchen? Moment, schauen wir mal. Ja, dann mache ich einen Frachtzug. So. Können wir dann auch Rinder mitnehmen. So. So. Ich darf die Aufgabe nicht aus den Augen verlieren, so. Na? Ja, egal. Oh, die brauchen schon Erz. Na, dann machen wir gleich noch einen Zug und noch einen, so. Das Problem ist, so, wir haben die übrigen Produkte noch nicht, so. Achso, da haben wir keinen, oh, da haben wir keinen Turm, das ist nicht gut, so. Einen Betrieb noch, einen. So. Ich mache hier mal Medicine. Moment. Kleiner Bahnhof mal. Was? Noch ein Bahnhof? Wie sieht das denn aus? Oh. Ich sehe, dir ist es gelungen, dein Streckennetz im Osten auszubauen. Das ist schon mehr, als ich von dir erwartet hatte. So. Wie ich höre, ist die Brücke über den Mississippi genehmigt worden. Doch der Mississippi ist eine natürliche Grenze und wir müssen sie respektieren. Eine Brücke darüber zu errichten, wäre vielleicht machbar, aber viel zu aufwendig.
Sonst müsstest du die Baustelle bei Rock Island mit Material beliefern und extra eine Linie dorthin einrichten. Ha. Das lohnt sich doch gar nicht. Das werden wir sehen. So. Okay, na gut. Lassen wir das mal so. Haben wir eher ein Wartungsgebäude. Da wäre es halt ideal. Moment, die Katze ist ein bisschen aufdringlich. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. So, dann können wir da eh zweiten Strang bauen. Und da irgendwo einen Turm. Wir haben $8.000. Also kein Turm. Darf ihn dann auch nicht vergessen. Anschlussprämie. Die brauchen wir, die Anschlussprämie. Schauen wir, was wir anschließen sollen. Indianapolis. Okay, da brauchen wir bis wann? 51. Später will ich ihm dann, das habe ich jetzt wieder verkehrt gemacht, so eine Direktverbindung, damit das eben mit dem Warenfluss ein bisschen getrennt ist. Okay, das haben wir. Wenn noch ein bisschen warten. Ich hoffe, dass ich das bald habe. So. Diese Entscheidung ist überdenkenswert. So. Ja, kurz warten.
Wir haben leider keine Kohle. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Keine Bretter. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Ich habe mit einer kleinen Schaluppe angefangen. Damit habe ich Passagiere und Waren zwischen Staten Island und Manhattan transportiert. So habe ich mir meinen Ruf erarbeitet und, ja, auch meinen Titel. Commodore. Da war ich 16 Jahre alt. Okay, nette Prämie. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? So. Dann machen wir hier ein paar Personenzüge. So. Als ich angefangen habe, hat mich niemand ernst genommen. Na, der redet viel. Cornelius, dessen holländische Bauernfamilie nach Amerika ausgewandert ist. Aber ich habe es ihnen allen gezeigt. So. Sie ist jetzt halt nicht optimal, die Streckenführung noch. So. Aber schaut sie aus Toledo. Da mache ich auch einen Zug. Vielleicht können die bald nämlich die Stoffe verbrauchen. Und irgendwann werde ich da das hier so schließen auch. Dann haben wir da auch eine schöne, schönere Strecke. Ja, so schlimm schaut es hier nicht aus. Züge werden hier eh abgefertigt und jetzt geht, oh, die haben hier Käse. Ich wollte Holz. Ja, du bist eine Süße. Eine kleine süße Katze bist du. Weißt du das? Klein und süß. Ich brauche definitiv das Holz. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen hier. Moment, ich muss kurz Pause machen. So, da bin ich wieder.
machen jetzt mit erschwerten Bedingungen mit Kätzchen. So. Dann sammeln wir hier mal die Produkte ein. So. Hier baust du einen Bahnhof. Vorsichtig, Kleine. Du musst deine eigenen Fehler machen. Das Holz und Milch, so kleines. Soll ich denn mit dir anstellen, sag einmal? Jetzt hab ich ein Katzenhaar im Auge. Also es ist unangenehm. Oh, so. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Reporter tatsächlich so etwas Gemeines über dich schreibt. So. Ich muss zugeben, dass deine Ergebnisse für sich sprechen. Dieses Liniennetz kann sich sehen lassen. So. Kurz warten, bis wieder ein bisschen Geld herin ist. Wenn du in diesem Tempo weitermachst, kann ich auch zu Fuß gehen, statt die Eisenbahn zu nehmen. Ja, das ist jetzt ein... Ach, das ist Haar, Katzenhaare überall. Schwierig, dass wir die Bretter alle dorthin bekommen. Ich habe eigentlich geplant, möglichst direkt da eine Bretter zu machen. So. Deswegen taugt mir das jetzt gerade nicht so. Da oben einen Ort, den ich mir noch nehmen könnte. Schauen wir mal da. Toledo, Omaha. Das ist nicht schlecht. Ich nehme die mal, aber es dauert noch ein bisschen. Aber abenteuerlich aus. Haben wir den Omaha? Louisville, Indianapolis, Knoxville, da unten wäre noch Holz. Duluth. Mal. Toledo. Memphis. Moment, was habe ich mich da verlesen? Toledo, Omaha. Die transkontinentale Eisenbahn ist ein schöner Traum. Aber irgendwann wacht man auf. So auch du. Ja, ja. Träum du auch schön weiter. Es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Traum zu haben. Also lass dir bloß nichts erzählen.
So, die Milch liefern wir da rein. Und jetzt habe ich mir natürlich den Turm hier wieder genau in den Weg gestellt. So. So. Mache ich den Turm da nach oben. So, und du gehst da ein Stückchen weg. Und ja, das sind jetzt eh billiger. So. Die Städte versorgt sind. Hier fehlen mir die Rinder noch. Ärgert mich da jetzt ein bisschen. Ist zwar nett, dass Madison wächst. Nach Rock Islands. Achso, Rock Island habe ich jetzt verwechselt. Hier brauchen sie auch was. So. So, ich werde den Strang hier jetzt ausbauen. Ich hätte gerne Bretter. 200.000, das wäre gut, da warte ich kurz, dass ich das hier bauen kann. Eins noch und dann lassen wir es so. Anschlussprämie Louisville. Okay, dann. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? So. Schauen wir, dass wir die Prämie reinbekommen. So, dann wieder weg hier, dann brauchen wir der Holzindustrie, so, und modernisiere den Bahnhof hier, so. Es ist eh nicht schön, dass das hier was Warndepot läuft. Das möchte ich dann früher oder später auch noch ändern. So. Genau. Besserer, größerer Bahnhof. So. Diese Entscheidung ist überdenkenswert.
So. Und da machen wir einen Zug mit Priorität. Ups. Holz. So. Noch einen. So. Ja, du bist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm bist du. Und einen ohne bestimmte Priorität. So. Ja, der wird mit Milch beladen. So. Okay. Der eine nach Chicago. Ich überlege, ob ich hier auch Milch einlagern soll. Direkt. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. So. Oder lieber hier Obst. Obwohl, da werde ich da noch irgendwann Lager vielleicht machen. Ja, dann schicke ich da ein bisschen Milch hin. Hat sich das noch verteilt? So. Oh nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ja, die Milch gehört hier hin. So. Einen Zug, den ich hier jetzt machen werde, ist... Also, ich muss erst die Strecke bauen. Natürlich die Strecke bauen. So. Ich baue hier mal aus. So. Schritt 1. So. Madison. Was? Noch ein Bahnhof? Wie sieht das denn aus? So, wieder geht's nicht. So. So. Das ist mal das. Mann, ich bin doof. Jetzt habe ich genau das gleiche anscheinend gebaut, wie es zuerst war. So, ziemlich gerade darüber. Dann sollte es gehen. So. So. Warten.
Okay, das läuft hier noch alles halbwegs. Glaube ich. Ich habe jetzt das Geld nicht, aber ich müsste hier dann auch schon ausbauen, die Stoffproduktion. So. Dampfschiffe sind so viel angenehmer als die Eisenbahn. Der sanfte Wellengang statt diesem Rumgeholpere. Flanieren auf Deck, statt sich durch die Waggons zu quetschen. Immer diese Geschäftsleute mit ihrem ach so tollen Auftreten. Quackt er dich so. Immer so voll? Von wegen Flanieren auf Deck? Als ich das letzte Mal auf so einem Kahn war, ist mir fast der Boden unter den Füßen durchgekracht. So, dann wird hier die Milch abtransportiert. Prämie für neue Industrie in St. Louis. Und jetzt müssen wir endlich darüber bauen. Irgendwas wollte ich noch machen, jetzt habe ich es vergessen. So, wir müssen mal die Strecke bauen, aber nicht um 900.000 Dollar. So. Genau, da mal rüber. Genau da unten hat uns ein Wartungsgebäude gefehlt. So. Wir haben 52. Wir müssen Bauholz dahin liefern. So, das mache ich manuell. Bauholz einladen. So, Bauholz ausladen. Da soll er nicht leer wegfahren und da kann er von mir aus am Rückweg irgendwas mitnehmen. So. Es stört dich ja sicherlich nicht, wenn sich mein Spion ein wenig in deiner Forschungsabteilung umsieht. So, das wäre mal das hier. Genau, dann bauen wir hier aus. Da mache ich vielleicht gleich einen... der blockiert mir dann alles, der Zug, oder? Und da noch einen
Nur Fracht. Rarität Holzer. Ah, einer ist schon unterwegs. Da müssen wir dann auch noch. So. Nur Fracht. Priorität Holz. So. Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Braucht denn den Käse? Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? So, ja. Da will ich dann noch Rinder einlagern. Für hier und hier. Mais sammelt sich hier an. Und hier haben wir keinen. So. Schick mal hier los. Nur Fracht. So. Und ich schätze, hier ist es schon. Ja. Werde ich dann meine Direktverbindung hier machen. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe diesen Betrieb bereits an mein Netz angeschlossen. So. So. Machen wir auch einen Turm. So. Dann, weil der 100% hat, mache ich hier noch einen Expresszug. So. Und nach Rock Island. Die Strecke gehört auch noch ausgebaut. So, ja. Damit es hier keine Verzögerungen dann gibt. So. Schauen wir, wie weit wir da ausbauen können. Mach das mal so hier. 112. Ja, dann muss ich, glaube ich, langsam ein bestehendes Streckennetz hier ein bisschen ausbauen. So. Beziehungsweise halt Bahnhöfe und so weiter ausbauen, damit es keine Engstellen gibt. So. So. Ich denke mal, ich werde dann langsam Moment, 110.
einmal vierspurig ausbauen. Mal schauen, wie viel das bringt dann. Das läuft alles 100%, Rinder nicht ganz. So, Toledo. So, machen wir noch einen. Ah, hier sind nicht genug Rinder drinnen. Wie viel haben wir denn? Ja, da machen wir noch einen. So. Barretta. So. Aber hier war viel los. So. Warten wir mal kurz. 110. Hier sollten eigentlich schon Bretter angekommen sein. Offensichtlich doch nicht. Ich werde vielleicht... Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Also hier mal ausbauen. So. 180. Hier nicht so, damit die hier nicht so warten müssen. So. Dann werden die hier schneller abgefertigt, aber ich werde dann hier trotzdem ein Warndepot bauen. Damit es hier keine Verzögerungen in der Bretterproduktion gibt. Der wartet hier halt jetzt leider ewig. Ja, die Bretterproduktion muss ich jetzt in Gang bringen. So. 20.000, so. Wartungsstation und Stellwerk, so. Da will ich auf jeden Fall mal das Holz einlagern. So. Genau, auf Mitarbeiter habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob es einen Interessanten gibt. Reporter mag ich eigentlich nicht. So, die kommen. Von Warndepot 3, die Züge. Sag mal, so. Bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. So. Das ist okay. Da bitte das rein. Wartungsgebäude. So. Da haben wir auch ein so. Was ist denn noch wichtig?
Mais und Getreide lasse ich da noch reinschicken. Aber ich will dann noch ein paar CD-Warndepot 2, 3. Ein paar extra Züge mit den Sonderprodukten. Ja, mach mal. Nur Fracht, so. Da ist natürlich auch nicht schön hier, dass die da so drüber fahren müssen. So. Machen wir das hier. Das auch. So. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Was ist mit dem? Er wartet schon lange auf die Beladung, okay. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Ja, machen wir noch einen. Es läuft alles. Wo sind die entsprechenden Züge? Das gibt's ja nicht. So. Warndepot 2, Warndepot 4. So, weg damit. Na. Das hat jetzt keine zu großen Probleme gemacht. So. So. St. Louis. Ja. Ja, ich mach das mal, damit ich die Kohle kriege. Dann muss ich wirklich schauen, muss ich mich schon tummeln. Mit der Holzproduktion. So. Wie viel denn? Okay, 58. Ja. Dann baue ich hier meine zweite aus. Holzproduktion. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr?
So, jetzt haben wir Kohle. Grand Rapids. So, dann mache ich mal meine Direktverbindung. Ja, dann muss ich das jetzt hier neu machen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Hier für den Personenverkehr dann. So. Oder halt ein Abschneider einfach. Und jetzt müssen wir da bauen. Das wieder schließen, den Streckenteil. So. Will ich dann Wandebohnenstellwerk. So. Und da in erster Linie eben fürs Holz. Okay, das. So. Mal hier das hier und ich lagere Holz ein. So. Wie viel Holz haben wir da? Eh genug. So. So. Nur Fracht. Holz. Ach, schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? So. Dann machen wir das, obwohl das leider wahrscheinlich dauern wird. Nur Manuel. Wir wollen Holz. So. Da kann er einladen, was er will. Und in Grand Rapids soll er nicht leer wegfahren. So. Und wo sind hier meine Holzzüge? Thank you.
nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. So. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wo mache ich weiter? Ich schaue mir mal meine Städte an, so. Wie die Versorgungslage ist. Okay. Das würde ich jetzt hier ausbauen. Da könnte ich noch einen machen, so. Das einmal ausbauen. So. Die kann ich mir leider gerade nicht leisten. Schau, dass wir das möglichst schnell erledigen. So, dann würde ich jetzt wirklich nach Louisville ausbauen. Damit wir da ein bisschen, auch ein bisschen Geld reinbekommen, würde ich sagen. Kurz noch warten. 150, okay, da muss ich dann auch was machen. Noch Pferd. Okay, na, dann mache ich hier mal ein bisschen Ausbau. Das braucht man hier immer, das werde ich mal ein paar Züge umleiten. Aus dem Warndepot 1. Obwohl, wie schaut's aus? Schaut, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, was nicht. Sich das wirklich auszahlt. Und ich kann da. Machen wir da 1. Hans Grand Rabbits. Gemüse und so, wie schaut es da aus? Eigentlich auch gut. Ich glaube, da brauche ich im Moment gar nichts tun. Okay, der räumt mir das Holz wieder aus. Das ist jetzt nicht gut.
Okay, da habe ich jetzt ein Problem. $16.55. Ich brauche mehr Holz. Und der hat das hier schon ziemlich verbaut. Kleiner Bahnhof. Brauche ich einen größeren Bahnhof? Yep. Ja, ich baue da noch eins. Ich würde es bevorzugen, wenn du deine Bahnhöfe woanders baust. Da muss ich dann halt natürlich auch für mehr Verkehr umbauen. So. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mit diesem Bahnhof hier ein Geschäft machen kannst. Aber in erster Linie interessiert mich da oben das Holz. So. Getreide und so weiter kann ich da ja auch dann verwenden. Den kann ich ja noch kaufen. So. Ja. Wie schaut's denn hier aus? Ich aber auch. Nochmal. Das ist jetzt halt ein bisschen nicht so schön alles hier. Kohle haben wir da oben ja nirgends. Ja, da oben hätten wir welche. Oh, die brauchen auch Bretter. Och, wie ich sehe, hat deine Forschungsabteilung ja doch etwas zustande gebracht.
So. Und da will ich dann Getreide, kleiner Bahnhof, Getreide haben. Muss ich dir alles erklären? Kannst du nicht zählen? Hier ist bereits mein Bahnhof. So, Getreide. Das will ich da einlagern. So. So. Halte dich da raus. Dieses Angebot ist für mich bestimmt. Was haben wir denn da in der Nähe? Zuckerrohr, Mais, Gemüse. Kleidung hätte ich da gerne. Die Stoffproduktion habe ich ja hier jetzt ausgebaut. Genau, Bekleidung. Ja, der wartet halt hier. Könnte ich noch die Rinder einlagern, so. So. Und für Chicago würde ich jetzt auch ein Lager machen. Okay, das sind dann eh wieder zwei Züge. Das sind jetzt auch zwei, da kommt eh Holz an. Hoffentlich funktioniert das. Indianapolis Madison. Ich meine, na, das wird nicht funktionieren. So, jetzt mache ich einmal Chicago. Das ist diese äußere Strecke dann. So. Das hier. Auf jeden Fall mal die Rinder. Holz brauchen wir
Och. Der Rest schaut eh gut aus. So viele Züge sind es dann gar nicht, die umzuleiten wären. So. Chicago. Ja. Machen wir neue Züge, so. Das mit den 50 macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Schicke mal die Stoffe weg. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? So geht's nicht. Also machen wir 40 Stoffe. Manuell, so Stoff. Der Zug fährt hier noch immer nicht ab. Jetzt. Hier kommt eh Holz an. Wie viel Holz ist da drinnen? So, da machen wir noch einen. Ah. Wie viel Holz haben wir denn auf Lager? Nicht so viel. Aber es kommt. Na gut, dann machen wir jetzt tatsächlich mit Louisville weiter.
Das war jetzt, weiß ich nicht, ich glaube wieder nicht gut, aber egal. So. Na. So. Was können wir hier produzieren? Eventuell Schnaps. Bier haben wir da. Würde ich hier mal Schnaps machen. Hier haben wir auch Holz. So, aber wir machen jetzt mal hier Züge, so. Dann für einen Frachtzug, so. Anscheinend mehr hineinliefern. Okay. 24. Das ist nicht gut. Ich befürchte schon, ich habe mich da ein bisschen verspekuliert. Ich hier so und Green Schneise. So. Äpfel. Holz aus Maxen. So. Ganz so viel Brückenanteil, so. Ja, kurz warten. Geld können wir immer brauchen. Ui, so. Ist deine neue Lok auch so schnell, wie sie aussieht? So.
Und ich mache das noch einmal. So, damit ich da jetzt ordentlich ausbauen kann. So. So, einmal das. Anschlussprämien. Okay, okay. Aber ich will zuerst das hier machen. Ich hätte wetten können, dass ich diesen Betrieb schon mit einem Bahnhof verbunden hatte. Hättest du. So. So. Und an einen mit Obst nach Indianapolis. So. Da machen wir noch einen. Es wird jetzt ein bisschen dauern, leider. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt hier am besten? Collins Landgut. Toledo, Lee Ranch. Ich will nämlich hier eine Querverbindung. Okay, jetzt muss ich es machen hier. Aber wie am besten. Warum sollte dieser Betrieb ein Interesse daran haben, seine Waren mit deinen klapprigen Waggons zu transportieren? Das ist auch nix. Kann ich da mit einem Warndepot beide schnappen? Yeah, oder? Na, hat jetzt nicht funktioniert. Aber es müsste gehen. So stelle ich mir das vor. Und ich denke, es läuft eigentlich hier noch ganz gut. Machen wir mal hier die Verbindung runter. So. Haben wir jetzt eh fett die Prämien kassiert. Dann werden wir hier mal ausbauen. So. Bin ich da angekommen? Und das hier. Und ich will hier eine Querverbindung rüber. Genau hier so rein. Dann können wir natürlich
einen Spacezug darüber machen. So. Plus einen Warnaustausch. So, Louis will. Die produzieren auch schon Schnaps. Aber Holz kommt zu wenig an. Ja, dann nehme ich da einen Zug und leite den mal hierhin um. So, das glaube ich gescheiter. Ich glaube, ich muss das kaufen. So, Greenschneise. Viel Spaß mit diesem wertlosen Schrott. Was meinst du, warum ich zugelassen habe, dass du die Auktion gewinnst? Und ich mache einen Direktzug. So, ich ist zwar jetzt gegen das Prinzip, was ich hier etabliert habe, aber es ist notwendig. So. So, und genau. Keine. So, wo mache ich meinen Turm? Den mache ich hier. Und ich mache hier das, einen Abschneider. Das ist, glaube ich, zu knapp hier. So. Ich glaube, so müsste es funktionieren. Dann mache ich noch, das war jetzt der ältere Zug, egal, einen Personen- und Frachtzug hierhin. Da wollen nicht so viele fahren. Aber das kann sich dann eh noch ändern. So. Und dann beliefere ich die mit Fleisch. So. Also mit Produkten halt. Ein Produktaustausch hier. So. Automatisch
Zwischen den beiden Orten habe ich sicher schon was, oder? Nein. So. Na, so. Hier könnte ich noch was bauen. Frage ist, was? Damit ich mir nicht das alles selber abgrabe, praktisch. So. Ja, hier könnte ich Holz hinliefern. So. Und eventuell Obst bisschen. So. Okay, die kriegen keine Stoffe mehr. Doch. Hier noch einen Zug machen. Ja, hallo Coco. Schaust du süß. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Greenschneise ist jetzt ausgebaut. Und ich werde da auch direkt einen Zug hinschicken noch. So. Blockiere mir halt da jetzt einiges, aber ich hoffe, dass das jetzt etwas besser läuft hier. Wollen die denn alle hin? Madison. Haben wir da nichts? Ah, Madison könnte ich ausbauen. So. Chicago, Madison. 100%. Okay. Machen wir noch einen. Wie schaut's hier aus? Ziemlich voll alles. Ich hab doch... Okay. Wird das nicht abgeliefert? Komisch. Wie viel Käse haben die hier gelagert? Käse Indianapolis. Mach mal halt was.
So, Viehzucht St. Louis. Ja, das ist in der Nähe, das nehme ich. So, Knoxville hat man da. Lächerlich, wie verschwenderisch du bist. Das braucht doch wirklich niemand. Die hätte ich gerne. Oh, sie haben mir gerade den Kredit abgezogen anscheinend. Ja. Wo bauen wir jetzt weiter? Das gehört uns jetzt. Rock Island. Bis 54, oder? Na, bis 58, das sollten wir schaffen. Das sollten wir wirklich schaffen. Ich habe geklappt 54. Und wieder nach Omaha. Dann werden wir uns ein bisschen darum kümmern. Genau, so. Einmal Nashville nehmen. Gleich. So, Nashville, da hätten wir auch die Kohle. Zwei Bahnhöfe in einer Stadt stehen mit Sicherheit nicht in Konkurrenz zueinander. Na, das werden wir schon sehen. So. Okay, das ist ein wellenförmiges Profil. Stockt man hier nicht. So. Aber wir haben einmal den Bahnhof dort errichtet. Das heißt, wir haben es mal reserviert für uns. So, ich mag jetzt nicht extra einen Kredit aufnehmen. Ich meine, das wäre nicht schlecht hier. Sollte es alles in der Nähe geben. Kleiderproduktion. So. Es ist halt, ja, ist halt so die Strecke. Besonders schön ist sie nicht. Ja. Ich warte kurz ab. Ja, St. Louis natürlich, Grand Rapids und Chicago. Okay, habe ich da gar nicht so viel. Hier staut schon ein bisschen vor Chicago. Wo fahren die hier alle hin? Wahrscheinlich alle direkt nach Chicago rein. Lass mal die mal da reparieren. Sonst würde ich eventuell schon eine Umfahrung bauen hier. Für Chicago. Und ich kann hier das mal auf alle Fälle. Moment, ich baue mal das hier fertig unten.
irgendwo einen Turm. So. Nein. So. Da machen wir dann auch gleich einen Gegenzug. So. Strecke ist anscheinend beliebt. Machen wir da diese Züge. So. Nein, automatisch. So. Und auch gleich wieder den Gegenzug. So. Oh, diese neue Lokomotive sieht aber beeindruckend aus. So, das wäre mal das hier. Genau, dann. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Ach, wie werde ich lachen, wenn einer deiner Züge mit dieser Geschwindigkeit entgleist. Etwas bitter, die Dame. So. Das passt hier. Das ist zu knapp. So. Holz. Ups. Da mal einen Zug. Das nah. Ein Frachtzug. Zugegeben, ich tue es etwas widerwillig, aber ich muss dich beglückwünschen. Es ist dir gelungen, das Material für die Brücke zu liefern und nun ist sie fertig. Der Mississippi ist bezwungen. Du kannst weiter nach Westen vorstoßen. Okay, sehr gut. Es funktioniert leider nicht so wie gedacht. Ich würde hier aber vielleicht trotzdem ein eigenes Warndepot noch machen. Da will ich eben auch das Gemüse dann einlagern. Oh, hier gibt es schon Stau. Hier gibt es schon Stau. Okay. Sollte man eine Umfahrung hier machen. Ha! Hier ist ja noch ein Platz für meinen Bahnhof. Das mache ich noch, dann höre ich hier auf. Moment, ich mache das ein bisschen anders. So. Damit die durch die Wartungsstation fahren.
Ja. So. Ich denke, das sollte ein bisschen helfen. So. Ein bisschen Wettbewerb kann doch nicht schaden, oder? Naja, viel ist es nicht. Da habe ich ein echtes Schnäppchen gemacht. So. Nachdem die Aufgabe jetzt erledigt ist, nehme ich die Bedingung hier raus. Moment, ich mache das überhaupt nur Fracht mehr. Passt. Dann muss da nicht so lange gewartet werden. Da schaue ich dann, wann die Züge kommen. Ja, das ist nicht sehr intelligent. So. Habe ich da überhaupt Züge weg? Habe ich dir schon erzählt, dass ich als junge Frau nur auf Abenteuer aus war? Mich hat alles gereizt, was neu war. Und mit 17, das weißt du, ist alles neu. Also begann ich mit Experimenten. Ha! Hier ist ja noch ein Platz für meinen Bahnhof. So. So. Ich hoffe, das schaffe ich da, das richtig hinzubauen. So. Es ist halt da sehr klein. So. So. Da gehört noch was. Einen. So, machen wir das hier. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Gleich eine Sehenswürdigkeit dazu. So. Dann schauen wir hier Indianapolis. Da brauchen wir dann die Kohle. Okay, Zug wartet noch. Wieder Indianapolis. Die Stadt müssen wir zum Wachsen bringen. Okay, ja. Wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann, dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und jetzt ist es auch eingetreten. Was du da baust, ist eine transkontinentale Schande. Okay. Dann werde ich mal hier das Gemüse nehmen. Einen kleinen Bahnhof. St. Louis muss ich dann auch noch. Noch ein neuer Bahnhof. Du bist ja unermüdlich. So.
Ja. Ist jetzt etwas teuer. Das auch mit einem kleinen Bahnhof. So. Oh, eine Katze jammert. Ich mache das nur fertig hier. Und dann... höre ich auf. So, da wollen wir den Lehm reinhaben und Gemüse. So, das hier. Jetzt werde ich speichern und aufhören. Und Abendessen. So, jetzt habe ich eh gespeichert. Okay. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.